So, der ist der Multiwerkzeug. Multiwerkzeug ist doch hier drüben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber egal, so ist das halt. So, gucken wir mal, reden wir mal mit ihm. Ja, machen wir mal einen Dynamithaufen. Und dann? Hallo Leute, der Sorio hier, willkommen. Ich drehe mal die Kamera kurz, dann sehen wir uns auch. Willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Und, ja, ich bin in ein anderes System geworbt. Und da geht's nämlich, nachdem ich letzte Mal... Nein, halt, falsch. Nachdem ich letzte Mal den Basiswissenschaftler angestellt habe und muss jetzt sozusagen zurück zu dem System, wo meine Basis ist, also zum Planeten, zu meiner Basis, gibt es hier diese Sache. Das war quasi das Nebensystem, in dem ich gerade war. Da dachte ich, schaue ich mal vorbei. Hier gibt es nämlich einen Händler für Multiwerkzeugtechnologien. Der ist hier in der Basis und da werden wir mal hingehen. Ich meine, ich habe ja jetzt, das ist nicht mein Multiwerkzeug, ist schon klar, ja. Ich habe ja hier ein ganz ordentliches 14 Plätze. Da ist auch eine Menge drin. So ein Minenlaser-Upgrade wäre noch ganz nett. Aber sonst, dann ist es auch nämlich voll. Also ein größeres könnte man schon brauchen. Aber, sagen wir mal so, sich da ein anderes zu kaufen, wird ganz schön teuer. Also, nicht nur das Werkzeug an sich, sondern vor allem, dass man die ganze Ausrüstung da reinmachen muss. Das wird ganz schön teuer. So, der ist der Multiwerkzeug. Multiwerkzeug ist doch hier drüben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber egal, so ist das halt. So, gucken wir mal, reden wir mal mit ihm. Ja, machen wir mal einen Dynamithaufen. Und dann Zyklotronmodul C1. Das ist überhaupt nicht Multiwerkzeug. Das ist Raumschiff. Oder? Raumschiffwaffen-Upgrade, aber nur C. Also das ist nicht so besonders. Haben wir hier schon irgend sowas drin? Nee, ich glaube nicht. Habe ich irgend sowas? Ich dachte, irgend so eins hätte ich. Dachte ich zumindest. Dachte ich das. Scheint aber gerade nicht so zu sein. Halt. Also ich glaube, da wir im Raumschiff wir ganz ordentlich Platz haben, könnte man das sogar machen. Wobei ein C-Upgrade, das ist also nicht wirklich sinnvoll, oder? So was, wir verkaufen das Ding einfach wieder hier. Mal gucken, ob wir mehr als 60 Kredits dafür kriegen. Haben wir alles. Achso, hier kann ich bei dem hier gar nichts verkaufen? Quatsch. Hä, warum geht das nicht? So, jetzt. Komponenten. Genau, das ist was für den Anzug, nämlich hier, was der hat eigentlich. Und wir können aber auch verkaufen. Jetzt gucke ich mal, ja, ich kann das Ding hier verkaufen. Ein Wärmeschutzmodul, da muss ich nur, glaube ich, erstmal Platz machen. 63 Nanit, okay. So, und im Anzug, halt so rum, da brauche ich, glaube ich, im Technologieding nämlich erstmal einen Platz, um da was Sinnvolles zu machen. Da habe ich... Wo ist es? Wo ist denn das Ding? Ich sehe es gerade nicht. Ist irgendwo anders gelagert? Ist im Raumschiff gelagert? Wäre komisch, aber... Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Wo? Wo war das denn? Naja, egal. So, jedenfalls sind wir soweit so gut eigentlich durch. Ich gehe hier nochmal einmal kurz gucken nach Aufgaben, ob es hier noch irgendwelche Aufträge gibt. Was ist denn das hier? Kann ich da was machen? Nö, schade. Und dann
Achso, ich muss in den Weltraum zurück, um mit Apollo zu sprechen. Werde ich trotzdem mal gucken, ob ich mit dem Gate da sozusagen zurück zu meinem Planeten kann. Wobei ich eigentlich müsste ich die Planeten hier mal scannen. Ich war nämlich in dem System nicht. Also, 5 Pflanzen scannen macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann gehen wir mal kurz die Aufgaben hier durch. 4 Wächter eliminieren, da bin ich sowieso noch dabei. Da habe ich noch mehr davon. Ja, so, und 5 Kreaturen scannen. Das macht auch Sinn. Also das sind alles so Aufgaben. Ich meine, das bringt jetzt nicht super viel Sachen, aber das macht man so nebenbei. 3 uralte Schlüssel sammeln. Das macht man auch so nebenbei, wenn man mal so ein Ding findet. Ja. Das sind alles so Sachen, die macht man nebenbei. Und ich glaube, es macht Sinn, dann jetzt hier erstmal noch die Planeten zu scannen. Einfach aber ich habe mal dann nach Hinweisen auf eine Grabungsstätte. Folge den markierten Koordinaten. Sehr interessant. Eingehende Nachricht. Gut, wir machen das. Das geht ja natürlich jetzt mit Apollo weiter. Gehen mal kurz weg, Kommunikator, und los geht's. Du bist nicht allein. Ich weiß. Das ist aber nicht Apollo. Okay, jetzt ist die von Apollo. Interessant. Wer war denn das gerade eben? Bestätigen wir mal. Husten. Okay, interessant. So. Aber erstmal will ich die Grabungsstätte finden, die es hier geben soll. Wo ist die denn? Da ist die. Auf dem Planeten. So. Oh, das ist von jemand anders schon entdeckt. Interessant. Ich kann das gar nicht mehr entdecken. Gab es noch mehr Planeten hier? Da. Ach, stimmt, die Weltraumanomalie. Stimmt, in dem System war eine Weltraumanomalie. Da werden wir mal hingehen. Okay, ist noch zu nah an der Raumstation. Ich muss mal ein bisschen mich hier wegbewegen. Die Planeten sind schon von jemand anders entdeckt worden. Hier war schon mal jemand. Krass. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe, dass schon jemand anders hier war. Also. Schöne Grüße, sozusagen. Ich bin jetzt auch da. Jump. So. Geht's hier rein? Nee, wa? Oh, wir müssen außen rum. Das war der volle Bulle, einmal gegenbrettern. Das wäre jetzt nicht so sinnvoll. Letztens bin ich zu meinem Schiff, also geimpulst und bin da quasi direkt drin gelandet. Das war ein bisschen dämlich. Also vor allem hat es eine Weile gedauert, bis ich da... wo ist denn hier der Eingang? Ist die da unten? Nee. Doch. Hier ist der Eingang. Okay. Schuh, dann landen wir hier mal. Können wir uns zumindest mal umgucken und mal sehen, was es gibt. Ich weiß es nicht so genau.
Ja, und zumindest glaube ich, muss ich ja jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Reihenfolge beachten, sondern kann hier mal ganz entspannt, sagen wir mal, auch noch weiter erkunden. Ach, da ist der Kollege, den gibt's doch auch immer. So, reden wir mal mit dem hier. Ressourcen zur besseren Erkundung. So, wir bekommen ein Phasenstrahler. Okay. Keine neuen Meilensteindaten? Ist ja interessant. So, hier drin gibt es auch irgendein ein Multiwerkzeug. Acht Plätze. Ich habe 14 und ist schon fast voll. Das Ding hat 8, ja? Alles klar? Werden wir nicht... Dann fliegen wir hier halt hoch. Da komme ich nicht weiter. Warum auch immer. Was dahinter ist, wir werden es vielleicht irgendwann rausfinden. Anzugtechnik, Waffentechnologie, Schiffstechnologie. Wir nehmen mal Schiffstechnologie. Was bekommen wir? Ein Konfliktscanner. Kampfläufergehirn brauche ich dafür. Okay. Hier können wir reingehen, aber ich glaube, hier können wir immer noch nichts machen, oder? Können wir hier schon was machen? Nichts Neues. Nichts weiter, geht leider nicht. Okay, gut. So, dann war's das hier. Dann bin ich soweit hier, denke ich, erstmal fertig. Es sei denn, ich habe da irgendwas übersehen und das ist noch irgendwas, aber ich glaube nicht. Sieht aber interessant aus. Na gut. So, lass mich durch. Wir zu meinem Raumschiff. Ich will nach Hause. Oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt zählt, wenn man hier Sachen scannt, ob das dann hier auch zählt. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wir werden auf jeden Fall mal auf einem der Planeten, es gibt nur die beiden, oder? Landen. Trostloser Planet und das ist ein. Also, da gibt's noch. Da ist die Korvax-Anlage. Die soll ich infiltrieren. Okay. Ein paradiesischer Planet. Auch nicht schlecht. Geht noch nicht. Dann machen wir das mal. Das hat ein bisschen sozusagen schlecht gezielt, würde ich mal sagen. Aber das können wir dann gleich nochmal korrigieren. Beziehungsweise wir werden hier mal hoch. Ich muss den Weg frei schießen. Bei dem Gold hier. ich wollte mal gucken, ob es hier wieder so eine Knollen gibt. Wir müssen jetzt erstmal das Ding hier. Wir sind zu nah dran, glaube ich. Eine Überhitzung der Waffe auch gut. Im Weltall, wo es eisekalt ist, überhitzt die Waffe. Aber irgendwie sehe ich hier davon nichts. Schade eigentlich. So. Ich will eigentlich gar nicht zuerst in der Korvax-Anlage landen. Ah, jetzt mache ich es klar. Nur wollte erst ein bisschen den Planeten erkunden und sehen, ob ich diese Scan-Aufgaben trotzdem erledigen kann. Und ob ich dafür noch Geld kriege, hier unbekannte Sachen zu scannen. Also eigentlich ja dann schon bekannte Sachen zu scannen. Mal gucken. Bin mal gespannt. Und die Korvax-Anlage, die heben wir uns dann vielleicht auf, lieber für die nächste Folge. Wir sind jetzt schon wieder bei einer Viertelstunde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen länger dauert. Nur mal so.
Ja, schauen wir mal. 20 Sekunden noch ungefähr. Paradiesischer Planet. Auch nicht schlecht. Also ich hatte ja schon manche Planetennamen und man hat sich nicht immer das dahinter versteckt. Oder das dahinter, ja, kam raus, was man da wirklich, oh, dieses Platin, den muss man mal abbauen, was man erwartet hat. Also da war ein sehr ein angenehmer Planet, war dann eher unangenehm. Einmal. Ja. Den würde ich hier gerne mal abbauen, weil das Platin ist, glaube ich, relativ wertvoll. Entschuldigt, wenn das hier einen Moment dauert, aber solche Chancen muss man dann auch mal wahrnehmen. Von diesen Knuppeln sehe ich hier keinen. So, gut. So, wir landen jetzt einfach mal auf dem Planeten, die explizit jetzt nicht zu dieser Korvax-Fabrik. Auch noch Platin. Okay. Dann machen wir das auch noch einmal. Ich glaube, Platin ist ein relativ wertvolles Metall. Zumindest kann man es, glaube ich, für einen guten, einen richtig guten Preis verkaufen. Also deutlich mehr als Gold und Silber. Verschwendung, was ich hier mache. Das weiß man ja manchmal nie so genau, aber gucken mal, 116 Platin, 35.000. Also, das ist doch, glaube ich, eine ganz ordentliche Summe. Da kann man sehr zufrieden mit sein. Kann man überlegen, kann ich hier noch Impulsantrieb nehmen? Dann machen wir das mal. Geht es doch ein bisschen noch schneller nochmal. So. Und dann gucken wir mal, was das tatsächlich für ein Planet ist. Und was wir hier scannen können und ob das A, die Aufträge erfüllt und B, was leuchtet denn da unten? Landesequenz. Und B, ob wir dafür noch Units kriegen. So, Temperatur 15,1 Grad, das ist ja eigentlich ganz nett. Größtenteils ruhig, durchschnittlich abundant, abundant, okay. Scannen wir mal. Flora. Ja, kriegen wir. Schön. Wie viel ich muss... Pflanzenscan war auch eine Sache, oder? So, hier können wir hoch. Was ist das denn? Scannen wir mal. Wächter scheint es noch nicht gegeben zu haben. Oder zumindest habe ich noch keine gesehen. Ist das hier? Mineralien scannen können wir auch. Wahrscheinlich Ferritstaub, ja. Das Übliche. Und die Wasserstoff kann man sowieso nie genug haben. So mein Gefühl. Jedes Quäntchen mitnehmen. Es geht.
So. Und dann werden wir hier mal das kartieren und dann gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Schupp. Grasland, ja. Grasland kann man jetzt verstehen. So. Sekunde erstmal. Ist das gefährlich? Nein. Fleischfressende Pflanze. Potenziell heilend. Interessant. Eine fleischfressende Pflanze, die potenziell heilend ist. Das ist eine interessante Kombination. So. Einzigartige Pflanzen scannen. Das haben wir geschafft. Schön. So, den Sauerstoff hier nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Das scannen wir auch. Oh, hier geht's ja runter. Relativ steil sogar. Können wir den schon? Nee, das ist wieder was anderes. Mal ausscannen. Halt, da ist noch mehr. Und alles mitnehmen. Das ist schön, wie die Reichweite sozusagen nach links und rechts ist ganz nett. So, mal alles? Nö, natürlich nicht. Also, der bis jetzt ist der Planet tatsächlich sehr angenehm. Ja. Es ist relativ angenehme Temperatur. Es ist auch nachts. Ich weiß natürlich nicht, wie warm es hier tagsüber ist. Krieg's hin. Scannen mal. Gibt ja Punkte. Oder unten ist ein Tier. Das kann man gleich auch scannen. Hoch, komm her. Ein nachtaktives Tier. Das gibt nämlich noch ein bisschen mehr Kohle. Da unten ist eine. Da ist eine kleine Siedlung. Da müssen wir hin. Den kennen wir. Gucken, was das Rote hier ist. Verdichteter Kohlenstoff oder sowas vermutlich. Genau. Da gibt es eine kleine Siedlung. Da können wir da auch hin. Macht doch Sinn. Huch, muss man mal aufhören. Überhitzung. Haha. Einmal scannen. So. Ja, was hat denn der hier gerade gescannt? Irgendwo ja, da hinten, den Baum. Ist manchmal schwer zu erkennen, welchen Baum man jetzt schon hatte und welchen noch nicht. Ja, so. Gut, also auf zur kleinen Siedlung. Müsste ungefähr grob die Richtung sein. Nicht ganz, aber... So. Da vorne doch. Ziemlich gut die Richtung sogar. Hier. Oh, warte. Jetzt landet hier was anderes. Dann müssen wir hier neben landen. Manchmal guckt das vor, dann landet da ein anderes Schiff auf einmal, ja, ist unglaublich. So. Mal gucken, was das ist. Interessant aus von der Seite. Ein Transporter. Okay. Naja. Können wir doch scannen. Machen wir auch gleich, nämlich Knete. Kohle, Units, und zum Teil, also im Vergleich zum Anfang richtig viel. Also am Anfang ist es echt wirklich wenig. Ja, was sind das da oben? Ein Gebäude. Eine Anlage. Okay, da können wir dann auch noch hin. Und hier mal bitte.
Zeug scannen. Das geht natürlich erst das Mineral, ist schon klar. Müssen noch die Flora scannen, bevor wir sie wegschießen, oder? So. Und das scannen, ja. Manchmal kann man nämlich solche kleinen Büsche auch nicht scannen. Aber kleine Blumen, die sind dann einfach da. Manchmal geht's. Es ist sehr unterschiedlich. Dump. Wächter habe ich noch keine gesehen, muss ich sagen. Das ist mal sehr interessant. Das scheint ein Planet. Achso, das ist. Ich dachte gerade, hä, was war das denn? Für ein Staub aufgewirbelt. Also ich von hier aus nicht, was das ist für eins. Ja, da ist noch einer. So. Da runter gehen wir auf jeden Fall. Den Exosystem-Boost, den nehmen wir erst nachher mit. Den Wissensstein nehmen wir aber mit. Das können wir scannen. Das gibt jetzt nicht so viel. Auch mit. So ein paar Kisten, alles schön mitnehmen, ja. Was ist das? Wasserstoff. Gibt es ja einiges hier. Also das ist ein ganz netter Planet eigentlich. Schade, dass ich meine Basis schon auf einem anderen gebaut habe. Das wäre der echt nett gewesen. Bis jetzt zumindest. Ja, man weiß ja nicht, ob sich das ändert. Natriumnitrat. Okay. Also vor allem, dass ich bis jetzt noch keinen einzigen Wächter gesehen habe. Das ist, finde ich, eher erstaunlich. Wo wir da halt erst analysieren. Verdichteter Kohlenstoff und reines Ferrit. Nicht schlecht. Den kennen wir schon. Gleich mal hier mein Werkzeug wieder aufladen. Die kennen wir auch schon. Aber weitere Tiere habe ich noch nicht hier entdecken können. Scheint auch nichts im Himmel zu fliegen. Ich gehe mal hier hoch, weil es hier noch zwei dieser, nee, drei sogar, der Wissenssteine. Boah, hier gibt es ja echt, hier gibt es echt unglaublich viel zu holen. Also, richtig krass. Das Wort für Feigling gelernt, na toll. Ha. Warum lerne ich so ein Wort jetzt erst? Okay, das kennen wir alles schon. Ist, dass ich ja letztens auf sowohl auf dem Schiff, also auf meinem Frachter, als auch auf dem an der Basis so einen Container gebaut habe. Und da kann man ich schaue mich hier mal einfach noch ein bisschen weiter um. Halbe Stunde schon wieder rum, also was. Da kann man von hier aus Sachen reintun. Also ich könnte jetzt hier in meinen Anzug gehen und zum Beispiel sagen auch immer das reine Ferrit übertrage ich und ich übertrage es mein Lagerbehälter. Ja, zum Beispiel. Das ist ganz cool. Mache ich jetzt mal nicht. Wo ich tatsächlich mal gucken muss.
Rheinisferit ist hier, also einmal Rheinisferit könnte man reinpacken, Natrium und Sauerstoff. So, Natrium übertragen in das Ding, Sauerstoff. Oder irgendwas, von dem wir noch mehr haben. Habe ich Sauerstoff hier irgendwo? Müsste ich doch eigentlich. Ich hätte doch welchen. Da. So. Natrium würde noch gehen. Und sonst nehmen wir den verdichteten Kohlenstoff. Nehmen wir. So, den können wir dahin übertragen. Schups. Und dann haben wir hier nämlich wieder ein bisschen Platz. So, dann geht es jetzt hier erstmal los. Da drüben können wir noch was abbauen. Und dann werde ich... Oh. Na toll, heißer Regensturm. Das ist dann das Schöne. Und der Minenleser ist sowieso gleich erledigt hier. Gucken, wie heiß es wird. Das warten wir noch ab. So viel zum Thema... richtig schöner, ja, richtig schöner Planet. Dann kommt so ein heißer Sturm. Mal gucken, wie heiß das wird. Ich hatte letztens 150 Grad auf einem Planeten. Das war dann schon, das war dann schon böser. Wir sind bei 100 Grad. Ich habe über 100 Grad. So. Ach du liebes bisschen Güte, wo ist mein Raumschiff? Haha. Da drüben. Gehen wir mal hier rein. Gucken wir uns in drinnen mal um. Das ist natürlich schon ganz schön heftig. Dann. So ein Sturm. Also so ein total cooler Planet. Und dann hast du so einen Sturm mit über 100 Grad. Und auf dem Planeten, wo ich meine Basis war, zumindest bis jetzt, gab es noch keinen einzigen Sturm. So, ich werde mich hier drin einmal umschauen, aber ich glaube, was wirklich, wirklich interessant ist, gibt es hier wahrscheinlich nicht. Wenn, dann maximal hier das Ding, aber das sieht jetzt auch nicht so aus wie, wow, 9 Plätze, ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht es nämlich weiter dann mit diesem, dieser Aufgabe, ja, also bis gleich, beziehungsweise, naja, nee, nicht bis gleich, das stimmt ja nicht. Für euch ist es dann die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen, dürft mir gerne ein Like da lassen, ihr dürft auch gerne einen Kommentar schreiben und über Abo freue ich mich natürlich auch jederzeit. Bis zum nächsten Mal.